Scandinavian Airlines hat lange gebettelt, damit sie irgendwie einen Investor oder jemanden finden, der bei ihnen einsteigt. Jetzt ist es wohl soweit. Hyatt bietet wieder ein Statusmatch an, aber nicht freuen, weil ihr müsst echt einige Hürden überspringen. Und heute in der Dealzone habe ich für euch zwei Deals mit Destinationen und Punkten. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig ist natürlich, wenn ihr eure tägliche Dosis von mehr Meilen, mehr Punkten, mehr Status nicht verpassen wollt, zu abonnieren, die Glocke anzumachen, zu kommentieren, ein Like dazulassen. Ihr kennt das Prozedere ja. Ganz wichtig an dieser Stelle, wie immer, Stammtisch. Könnt unten in den Shownotes nachschauen, wie die Termine sind. Und ich freue mich, wenn ihr erscheint. Oder wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt und euch bei mir meldet. Scandinavian Airlines, die Firma aus dem, ja, wie soll man es sagen, die entstanden ist aus norwegischer, aus dänischer und aus schwedischer Beteiligung, also Staatsbeteiligung. Die Norweger haben 2018 das Weite gesucht. 2019, 20, 21, sukzessive wurde immer mehr Geld reingepumpt. Warum? Ganz einfach wegen Corona. Die Dänen und die Schweden haben richtig viel zu bezahlen gehabt. Aber die Scandinavian Airlines braucht frisches Geld. Wie ich euch an dem Aktienkurs gezeigt habe, geht es da auch nur nach unten im Prinzip. Und wenn man Anko van der Werf, so ist der richtig, ich weiß gar nicht, habe ich Akku gesagt? Klingt wie so ein Schäferhund. Auf jeden Fall, Anko van der Werf hat gesagt, dass die SAS ums Überleben kämpft. Und das ist auch wohl so. Die Firma ist verschuldet, hochverschuldet. Und man muss halt an der Kostenstruktur arbeiten. Ganz, ganz wichtig. Zugleich erklärte der SAS-Chef, dass man frisches Geld einschießen muss, weil da anscheinend auch so ein bisschen ja, die Rücklagen weg sind. Die Fluggesellschaft wollte 20 Milliarden Kronen an Fremd- und Eigenkapital umwandeln. Und das sind, ja, 20 Milliarden Kronen sind 1,9 Milliarden Euro. Ist also jetzt nicht so unbedingt so in der Lufthansa-Größe, wenn man so denkt, für dieses Geld 1, Milliarden will man ja ITA kaufen. Und nun ist es soweit, dass die Regierung von Schweden und Dänemark jeweils 21,8% an der SAS halten. Die möchten raus. Warum? Weil das ein Fass ohne Boden ist für sie. Und jetzt gibt es einen Investor. Und der Investor ist in die Zeitung Dagens Industri, sagt, dass man bereits Berater angeheuert hat und man möchte das Ganze machen, indem man die anderen Anteile verwässert, heißt also neue Aktien ausgibt und diese dann an den neuen Investor gibt. Was soll ich dazu sagen? Man will auf anderen Wege auch nochmal 9,5 Milliarden Kronen aufnehmen, was ungefähr roundabout 900 Millionen Euro sind. Norwegen ist ja rausgestiegen, Lufthansa ist auch permanent gefragt worden, ob man will, aber irgendwie werden sie wahrscheinlich im Moment nicht zur Verfügung stehen, weil sie ja bei der ITA am Start sind. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lufthansa den Markt in Schweden bewertet oder in Skandinavien allgemein, wie weit das für die ein Ding ist, wo sie sagen, das ist tippitoppi, wichtig für uns, kann ich euch nicht sagen, aber schauen wir mal, was die Investorengruppe macht. Für Eurobonus habe ich es ja auch schon mal, ich habe ja dieses SAS Eurobonus Insider Forum, wer da eintreten möchte, kann mich gerne nach dem Link fragen, ansonsten findet ihr es einfach, wenn ihr auf Facebook SAS Eurobonus Insider eingibt. Und da gab es ja auch schon die panikartige Frage, was passiert mit Eurobonus? Und dann wurde halt aus den Eurobonus-Bedingungen zitiert und da wurde dann halt gesagt, man kann das Programm jederzeit einstellen. Ja, ganz genau. Was ist eure Meinung? Habt ihr jetzt Panik? Habt ihr Pipi in den Augen? Ich habe ja selber einen SAS Eurobonus Diamond. Also insofern sitze ich mit im Boot. Flughäfen haben es nicht leicht. Und zwar haben Flughäfen in Europa im Moment ja Personalprobleme. Ich habe es ja lang und breit schon mal erläutert, dass das selbstgemachte, hausgemachte Probleme sind und somit natürlich für die Fluggesellschaften und für die Airports wenig Mitleid übrig habe.
Aber es gibt einen Flughafen und das wäre der Flughafen in Dublin, der ganz offensiv damit umgeht und sagt, hey, wir sind am Ende und man führt eine Art Triage ein. Triage ist ja spätestens dem Letzten bekannt seit Corona. Warum? Ganz einfach, weil man in einer Triage die Leute in Gruppen einteilt nach ihrer Schwere des Problems und dann, ob sie überlebensfähig sind oder nicht. Das ist bei der medizinischen Triage. Hier bei dem Flughafen bei Dublin meint man Folgendes zu machen, dass man nur noch gewisse Korridore aufmacht, so zum Beispiel wie Amsterdam ja auch. Amsterdam sagt, du darfst nur noch einchecken bis 4 Stunden vor Abflug bzw. in den Flughafen reinkommen. So machen sie das dann auch in Dublin. Heißt, sie haben das auch über Twitter gemacht und da heißt das, we have to put our hands up and say we got that wrong. We wish we had more staff available. DAA apologizes for Dublin Airport delays. Was heißt das übersetzt? Das heißt einfach, wir waren doof, wir haben Fehler gemacht, wir sehen es ein, es tut uns leid, aber das ist nun mal so. So ist es halt im Prinzip. Und mit dem Triage-System will man halt einfach nur noch zu Spritzenzeiten Reisen ins Terminal lassen, deren Flüge im nächsten Zeitfenster starten. Ausnahme sind Passagiere, die Mobilitätshilfen brauchen. Also insofern soll es da was passieren. Natürlich machen die Flughäfen auch eilige Neueinstellungen und habe ich wieder vergessen, den Ton auszumachen, damit jetzt nicht jeder denkt, er kriegt eine Nachricht, das war bei mir. Ist es halt einfach so, dass man händeringend die Leute sucht, aber die wachsen ja nicht auf den Bäumen. Und ja, man kann jetzt darüber streiten oder sonst was. Also wenn man die Beiträge dazu liest, einer sagt, dass man da die Unternehmen und seine Mitarbeiter pauschal beschimpft und so weiter und so fort in einigen Beiträgen drunter, weil die Leute schreiben, das ist unglaublich, wie man seine Passagiere und seine Kunden behandelt. Ich kann euch einfach nur ermuntern und ermutigen, seid lieb. Die Leute, die da arbeiten, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Edinburgh, Stockholm, egal wo, auch Dublin, die können da meistens nichts für. Die sind halt an der Kapazitätsgrenze und die sind halt auch nicht diejenigen, die Leute einsetzen und vor allem einstellen können. Einstellung ist ein Thema, was bei Fluggesellschaften sehr wichtig ist. Man sagt ja zum Beispiel bei Niki Lauda, dass er seine Flugbegleiterin handverlesen hat. Die mussten bei ihm im Büro vortanzen. Tanzen wahrscheinlich nicht im richtigen Sinne, aber im übertragenen Sinne. Und er hat sie dann halt in die Jeans und weiter gepresst, um das Ganze halt pfiffig zu machen. Fluggesellschaften haben immer mehr aufs Aussehen Wert gelegt. Emirates Airlines hat ja auch diesen Weight Management. Heißt also, wenn Personal in deren Augen zu, ich will nicht sagen dick sind, aber zu schwer für die Uniform. Man kann jetzt darüber denken, was man will. Ein anderes Thema sind Tattoos. Bei Emirates, Tattoos geht gar nicht. Die müssen entweder überschminkt werden oder nicht gezeigt werden. Virgin Atlantic geht einen anderen Weg und sie sagen, wir zeigen Tattoos. Ich persönlich bin kein Fan von Tattoos, aber jeder, der ein Tattoo haben möchte oder jemand, der sich voll tätowiert und mein Friseur ist voll tätowiert und er schneidet die Haare gut, sagen wir mal so. Mir gefällt es nicht, aber es muss demjenigen fallen, der sich tätowieren lässt. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, wenn Personal tätowiert ist, das sieht billig aus, das zeugt nicht von Kompetenz? Ich weiß es nicht. Also ich persönlich, ich habe mit meinem Friseur kein Problem. Ich finde seine Arbeit gut und ob er jetzt tätowiert ist, voll tätowiert oder auch nicht, das ist mir wurscht. Mit voll tätowiert meine ich auch im Gesicht tätowiert. Ne? Also krass. Insofern warte ich auf eure Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass diese Tattoos, die man jetzt auch zeigen darf, ob das euch irgendwie abstößt, weil ihr meint, das wäre nicht Kompetenz. Ich persönlich, wie gesagt, jeder darf machen, was er will, jeder soll machen, was er soll. Mich stört es nicht. Ich finde Menschen, die das haben, finde ich die damit, ne. Also im Prinzip ist halt jeder anders. Ich finde es zwar teilweise eklig, was Leute tätowiert haben, oder ich finde auch diese komischen Ohrlöcher, diese Größen, wo du so ein Autoreifen gefühlt durch hast, das finde ich eklig. Aber das ist einfach nur ein optisches Problem. Aber menschlich habe ich mit den Leuten kein Problem. Aber ich bin gespannt, was ihr kommentiert. Einer hatte mich gefragt, einer oder zwei, ist ja auch egal, auf jeden Fall Thailand. Wie sind die Eingangsvoraussetzungen für Thailand? Und man hat natürlich jetzt bei dem Thailand-Pass-System
Änderungen gemacht, die seit dem 1. Juni wieder da sind. Thai Nationals, wie das so heißt, also Leute, die einen Pass haben für Thailand oder so weiter, die zurückgehen, brauchen halt nicht mehr sich anmelden oder brauchen diese Dokumentation nicht mehr zu machen. Und die müssen halt wirklich einen aktuellen Covid-Test haben und natürlich über ihren Impfungsstatus was sagen. Also sie müssen geimpft sein. Auf jeden Fall, wenn man jetzt damit das ganze Thema reduzieren, weil es doch schon ein Riesenthema ist und schwierig ist, da reinzukommen ins Land. Wenn man jetzt nicht für den Thailand-Pass, trotzdem, indem man keinen Pass von Thailand hat, muss man sich für diesen Thailand-Pass registrieren, muss man einen gültigen Pass haben, logischerweise, den muss ja auch sonst dabei haben. Dann muss man halt einen Nachweis der Impfung haben und wenn man unvacciniert ist oder wenn man nicht voll vaccinated ist, muss man einen negativen RT-PCR-Test mitbringen und 72 Stunden vor Abflug sollte er gelten. Ich lese es einfach ab. Und dann muss man natürlich nochmal eine Versicherung vorweisen, die mindestens $10,000 absichert, wenn man vor Ort krank wird. Man kriegt dann so einen QR-Code ein paar Stunden vorher, damit man das also auch nachweisen kann. Was soll man sonst noch sagen? Es wird auf jeden Fall nicht mehr so restriktiv. Wie sind eure Erfahrungen? Was sagt ihr dazu? Ich weiß ja, dass einige von euch mit Thailand-Bezug sind. Ist das für euch etwas, wo ihr sagt, das ist top? Oder ist das einfach nur wieder Augenwischerei, weil sich nicht wirklich was ändert? Wenn sich etwas ändert, dann ist das meistens technologiegetrieben. Und das ist auch in dem Fall hier in Norwegen. Und zwar in Norwegen hat man den größten digitalen Flugtower gebaut. Und zwar am Mittwoch, am 1. Juni, hat Avinor ist der Flughafenbetreiber in Norwegen, und die Kongsberg-Gruppen und der State Secretary Jakob Billand den größten Tower eröffnet. Ja, ganz genau. Und zwar, was ist daran das Spannende an dem Digitalen? Der Tower ist nicht mehr da, wo der Flughafen ist, der ist weg. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer davon weg, aber da können mehrere Flughäfen von abgearbeitet werden. So wie zum Beispiel früher das so war, dass wenn du zum Beispiel mit Radar gesprochen hast und du hast mit Hannover Radar gesprochen, waren in Hannover. Neben Flughafen war das Gebäude, da war damals mit dem Militär noch drin. Viele Sachen werden jetzt aber von Langen aus gemacht und sind in der Republik verteilt. Und genauso ist es auch mit diesem digitalen Tower. Der digitale Tower hat aber nicht die Auswirkung, dass man nicht mehr mit Menschen zu tun hat. Die Menschen sitzen einfach nur weg. Und man hat Militärtechnologie genommen, dass man auch nachts mit Nachtsichtgeräten auf die Flight gucken kann, Flugzeuge koordinieren kann auf dem Flughafen. Also ganz normal, als ob die Jungs auch oben im Fenster sitzen würden. Also insofern finde ich das auch eine schöne Sache, dass Technologie weitergeht, ist auch etwas, um ja, vielleicht Kosten zu reduzieren. Um euch nochmal ein paar Fakten zu nennen, einfach so. Der erste Remote Tower ist von dem Rost, ich weiß gar nicht, das ist ein O durchgeschrieben, heißt das ein Röst? Ich weiß es nicht, wer Norwegisch spricht, sollte mir da helfen. Hat man 2019 eingeführt von Avinor. Dann hat man einfach jetzt das Ziel, dass man einen Service bietet, der noch besser ist, als er eh schon ist. Dann möchte man auch wirklich, dass dieser Service, und das ist ja auch mit dem Testlauf passiert, von der norwegischen Aufsichtsbehörde erlaubt ist, was auch passiert ist. Dann ist Kongsberg Defense and Aerospace ist der den Tower ausgestattet hat. So wie ich gesagt habe, sind das eigentlich Militärtechnologie-Sachen, die da reinkommen. Und so ist das halt jetzt auch wie im normalen Leben, dass viele Sachen, die im Militär oder im Rennsport oder wo auch immer verwendet werden, jetzt den Einzug ins normale Leben finden. GPS ist einfach ein Beispiel, wo das auch passiert ist. Und man hat also, wie ich schon sagte, Nachtsichtgeräte auf hochauflösende Kameras, also ein sehr, sehr aufwendiges System, um da auch sicherzustellen, dass um den Flughafen herum alles aufgenommen werden kann. Man muss aber ganz einfach sagen, auch wenn das ein digitaler Tower ist, dann ist das nicht so wie autonomes Fahren, das ist also künstliche Intelligenz oder irgendwas, sondern da sitzen schon Menschen und die kümmern sich darum. Also insofern ist alles immer noch vom Brain von irgendjemandem abgearbeitet. Dann
kann man natürlich auch damit einen Service bieten, der wesentlich besser koordiniert ist, also auch wesentlich gleichmäßiger ist von Avinor am Flughafen. Und 50 Flugaufsichtsbeamte, wie heißt das, Flugaufsichtsbeamte? Nein, also Fluglotsen, ich glaube, ist ein Fachbegriff. Fluglotsen sind dort weiterhin beschäftigt. Ja, was soll man noch sagen? Die ATM Tower Technologie und die Kommunikationslösung sind von indranavia.avin geliefert worden. Für den Nerd unter euch, wer das wissen will. Hyatt. Status-Match. Bei Hyatt ist ja im Moment der Status-Match nicht drin. Ich hatte in meinen Consulting-Calls, wo Leute gefragt haben wegen den Kreditkarten oder aber auch, wie sie einen Status bekommen. Und da ist der Hyatt-Status sehr oft hinterfragt, weil der beliebt ist, genau wie der Senator-Status, wie man den am schnellsten bekommen kann. Und dann war es halt so, dass man gesagt hat, ich würde gerne einen Challenge oder einen Status-Match machen. Im Moment gibt es beides nicht, mit einer Ausnahme, wenn man für eine Firma arbeitet, die daran teilnimmt. Und zwar sind das große Firmen, wo man arbeiten muss. Und zwar, ich lese mal vor, with this special offer you can experience many of the benefits of Explorer Status without having to qualify normally 30 Qualification Nights, muss ich gerade lesen, weil ich gerade in einer Reihe rutscht war. In Calendar, even longer, through February 2024, when you stay 10 Qualifying Nights within 90 days after registering. Heißt also, man kann da den Status bekommen. Man muss bis zum 30. November sich registrieren. Man kriegt den Explorer-Status 90 Tage, dann 90 Tage Trial, dann kann man ihn verlängern, wenn man 10 Aufenthalte hat. Dann bekommt man den Status bis zum 29. Februar 2024. Schön ist, dass man weiß, dass 2024 wieder Schaltjahr ist. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ja, ist für Leute, die den Status schon haben, kann man den auch noch als Fast Track bekommen. Heißt also, für euch kein Problem, dass man den dann machen kann. Also insofern sowohl für Bestands- als auch für Neukunden. Einfach oben eingeben, die World of Hyatt Membership, und dann steht da Company E-Mail. Es sind also gewisse Firmen, die da mitmachen. Klassisch ist es KPMG, Siemens oder aber auch General Electric, um das zu nennen. Also insofern, da müsst ihr dann arbeiten, und das ist halt das Loch, wo ihr durchspringen müsst und euch den Status dann matchen lassen könnt. Leider nur auf Explorist. Früher ging das auch, wenn ich mich erinnere, war da auch Globalist oder Diamond, wie er früher hieß, auch dabei. Ah ja, genau, hier ist es. Und zwar, wenn man nochmal 10 Nächte mehr übernachtet, dann bekommt man da sogar den Globalist-Status. Also, da war es 20 Nächte anstatt 60 Nächte innerhalb von 90 Tagen. Damit haben wir es doch. Kommentiert unten, ob ihr das fair findet, dass eure Firma nicht dran teilnimmt. Da müsst ihr mit eurem Management sprechen. Ansonsten könnt ihr auch wahlweise mit mir sprechen. Vielleicht kann ich da auch einen Firmendeal machen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Der Deal, Dealzone, das ist ja das, was am Ende des Tages immer wieder kommt und was auch spannend ist. Wir haben heute einen Deal von der SAS, natürlich, weil wir auch SAS unterstützen müssen. Und zwar auf einem Flug von New York nach Dublin für 550 Euro ungefähr. Und zwar ist das Premium Economy. Premium Economy ist in der Buchungsklasse A mit SAS. Und ganz wichtig, was man hier wissen muss, ist, Ticket ist nicht refundierbar. Und wenn man das Ticket umschreiben möchte oder sonst irgendwas, dann muss man ganz, ganz wichtig Geld zahlen, und zwar 300 Euro. Was ist auch wichtig? Die Streckenführung. Die Streckenführung kann zum Beispiel sein Newark, Oslo, Stockholm oder Kopenhagen zum Beispiel und dann nach Dublin. Sowas wären Möglichkeiten. Damit ihr wisst, welche Meilen es gibt, wenn ihr bei SAS Eurobonus sammelt, dann würdet ihr bei der ganzen Geschichte 11.000 Meilen bekommen. Wenn ihr bei Lufthansa sammelt, auch 11.000 Meilen. Und das Schöne ist natürlich, wenn ihr bei SAS Eurobonus sammelt, würdet ihr natürlich, weil es ein SAS Eurobonusflug ist, den Tierbonus bekommen. Also, schöne Sache. Für andere, die mit der Lufthansa fliegen, da haben wir auch einen Deal für euch. Und zwar ist das ein Lufthansa Business Class Deal von Amsterdam nach Dubai. Kostet 1.100 Euro und ein bisschen. Fliegbar ist er auch mit der Swiss. Was gibt es noch zu sagen? Ist Buchungsklasse P
Und natürlich der klassische Flug Amsterdam-Frankfurt oder Amsterdam-Zürich und dann nach Dubai. P-Klasse gibt leider nur 100% Meilen. Wenn man mit der Lufthansa fliegt, dann sind das bei Miles & More 7.518 Meilen, zuzüglich Executive Bonus 25% auf die Basismeilen. Wenn man mal das Euro-Bonus sammelt, sind es auch nur 7.518, allerdings ohne den Executive Bonus. Das waren meine beiden Deals für euch heute aus gegebenem Anlass. Sind wir auch schon mit der Sendung durch, ne? Sind ja fast, also sieht nach über 20 Minuten aus, weil ich aufgenommen habe. Danke also, dass ihr heute wieder hart durchgehalten habt bei Frequent Traveler TV und der heutigen Take-Off-Ausgabe. Ich freue mich, wenn ihr unten kommentiert, den Kanal abonniert und vor allem auch die Glocke anmacht. Danke dafür. Und Ziel ist wirklich Ende des Monats 2000. Also uns fehlen nur 100 Leute. Ne? Ich muss mal kurz nochmal gucken. 100. Fenster ist zugegangen. Da muss man mal gucken. Jetzt ist er bockig mit mir. Er ärgert mich. Aber ich meine, ich hätte 1900 ein paar kaputte gesehen. Also sind knapp weniger als 100. Also danke, dass ihr uns unterstützt. Und ich freue mich, euch bei einem der Stammtische persönlich zu sehen. Und bis dann. Ciao.